Wann ist man ein Mann? Ein Mann ist stark. So eine typische einfache medizinische Maske signalisiert. Aber irgendwie Krankheit und Schwäche. Ein Mann ist ernsthaft und cool. Verspielte Stoffmasken sind nix für harte Burschen. Ein Mann hat keine Angst, er ist mutig. Er riskiert auch mal was. Und nun soll er sich vor einem winzigen Virus schützen für alle sichtbar. Ein Mann führt, er gibt den Ton an. Er lässt sich nix befehlen und vorschreiben. Wenn dann schreibt er selber vor. Ein Mann ist durchsetzungsfähig und selbstbewusst. Er widerspricht mutig den Anweisungen. Ach ja. Um das nochmal kurz klarzustellen. Ein Mann, der aus solchen Gründen keine Maske trägt oder seinen Nasenrüssel raushängen lässt. Der ist kein Mann. Er ist einfach nur schlecht informiert. Er ist rücksichtslos. Er ist ein Egoist. Er ist sehr leichtsinnig und er tut das Falsche. Wann ist denn dann ein Mann ein Mann? Ein Mann ist klug. Daher verwechselt er nicht Mut mit Unvorsichtigkeit und Leichtsinn. Ein Mann geht Sachen entschlossen an. Er wird sich die beste und sicherste Maske besorgen und akkurat tragen. Ein Mann ist Vorbild für andere. Er lässt nicht die Nase raushängen oder macht ähnlichen Blödsinn. Ein Mann beschützt andere und gerade dafür ist die Maske ja insbesondere gedacht. Ein Mann ist selbstsicher. Das Gerede anderer Leute, die Unsinn über Masken erzählen und ihn kritisieren, kümmert ihn nicht.